Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder einen Tag für euch. Und zwar wurde ich getaggt von der lieben Being Sandra oder Sandra, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, genau richtig. Und ja, sie hat mich zum Lesegewohnheiten-Tag getaggt. Ich hatte diesen Tag vor, ich glaube, 2 Jahren schon mal gemacht. Und ich dachte mir, ich mache den Tag einfach nochmal, da sich ja Lesegewohnheiten auch mal ändern können. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Und bevor ihr euch fragt, warum wir heute hier sitzen, ich drehe heute nur dieses eine Video und ich hatte keine Lust, wegen diesem einen Video die Softbox rauszuholen und alles aufzubauen. Und da heute relativ schönes Wetter ist, sitze ich jetzt einfach mal vorm Fenster und drehe vorm Fenster und ich hoffe, dass das Licht reicht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall starten wir jetzt erstmal mit dem Tag und die erste Frage lautet, hast du einen Platz zu Hause zum Lesen? Ich liebe es generell auf meiner Couch zu sitzen und zu lesen. Wir haben ja eine wirklich große Couchlandschaft damals gekauft, die ja quasi unsere ganze Stube einnimmt. Ihr seht es ja im Hintergrund und ich habe hier so viel Platz auf der Couch zum Rumlümmeln und zum Lesen und ja, ich lese am liebsten auf meiner Couch. Ich habe immer das Problem, wenn ich im Bett lese, schlafe ich gern mal ein, deswegen mache ich das nicht mehr und ja, ich lese am liebsten auf meiner Couch. Zweitens, Lesezeichen oder willkürliches Stück Papier. War das bei mir so, da habe ich einfach alles genommen, was ich irgendwo hatte und habe das da dazwischen geklemmt und wenn es die Fernbedienung war, dann war es halt die Fernbedienung. Und ja, aber inzwischen ist es so, dass ich viele, viele Lesezeichen habe und für jedes Buch ein passendes Lesezeichen auch finde und deswegen immer Lesezeichen benutze und von diesen ich stopfe willkürlich irgendwas da dazwischen abgekommen bin. Die dritte Frage ist ein bisschen lang, deswegen muss ich die mal ablesen. Kannst du irgendwo aufhören, in einem Buch zu lesen oder wartest du, bis ein Kapitel zu Ende ist oder bis du 50 bis 100 Seiten gelesen hast? Susi? Ja? Ich brauche mal ganz kurz deine Hilfe. Moment, ich lese nur noch schnell meine Seite fertig. Ich bin hier kurz vorm Kapitelende. Gib mir mal 5 Minuten! Es ist ernst. Also prinzipiell lese ich ein Kapitel immer zu Ende, was meinen Freund in den Wahnsinn treibt, da er immer, wenn er irgendwas von mir möchte, warten muss, bis ich das Kapitel zu Ende gelesen habe, weil es mich wahnsinnig macht, wenn ich mitten im Kapitel an einer übelst spannenden Stelle am besten noch das Buch zuklappen muss. Und da kriege ich die Krise. Und bei gemeinsamen Lesen gucke ich schon, dass ich meine 50 Seiten oder 80 Seiten oder wie viel auch immer wir an diesem Tag ausgemacht haben, dass ich die erst zu Ende lese, bevor ich das Buch weglege. Ansonsten, wie gesagt, warte ich einfach immer, bis die Kapitel voll sind und ja, lese kapitelweise meine Bücher. Aber ich könnte nie mittendrin aufhören, da würde ich die Krise kriegen. Ich kriege ja schon manchmal die Krise, wenn ein Kapitel zu Ende ist und das gerade so spannend war und dass ich das Buch dann weglegen muss. Aber manchmal geht es eben nicht anders. Viertens, isst oder trinkst du während des Lesens? Also wenn ich Bock habe, esse ich und trinke ich während des Lesens, wobei ich immer aufpasse, was ich esse speziell. Beim Trinken ist es ja nicht so schlimm, das ist ja eh meistens in einer Tasse oder in einem Glas oder sonst wo. Aber beim Essen passe ich schon auf. Also ich würde nie fettige Chips zum Beispiel essen, während ich ein Buch lese, weil ich viel zu viel Angst hätte, dass ich dieses Buch voll fette. Aber so Gummibärchen und sowas, das geht natürlich schon beim Essen und natürlich auch Eis oder so. Ja, also ich esse und trinke während des Lesens, schon wenn ich Bock drauf habe. Fünftens, Multitasking, Musik oder Fernsehen, während du liest? Ja, ich glaube, das reicht auch heute mit Social Media. Was soll das? Ich lese. Oh, was? Oh, dass die immer so empfindlich ist. Also im Prinzip finde ich es ganz, ganz furchtbar, wenn ich durch meine Umgebung abgelenkt werde. Das heißt, wenn ich zu Hause alleine bin und lese, ist der Fernseher aus, dann habe ich keine Musik an, weil das sind alles Sachen, die lenken mich ab. Ich habe dann sogar mein Handy auf lautlos.
damit mich keine Nachrichten oder irgendwas ablenken. Es nervt mich, wenn ich Umgebungsgeräusche habe und die mich ablenken. Wenn mein Freund natürlich zu Hause ist und hier auf der Couch liegt und Fernsehen guckt, dann sitze ich natürlich schon hier und lese auch mein Buch. Aber dann darf er nichts gucken, was mich interessiert. Sobald er irgendwas drauf macht, was mich interessiert, oder einen Film, eine Serie oder irgendwas, kriege ich die Krise, weil dann klappe ich das Buch zu und dann gucke ich mit Fernsehen. Aber ansonsten finde ich es persönlich am besten, wenn alles drumherum aus ist. Da kann ich mich am besten auf die Geschichte fokussieren und auf das Buch und werde am wenigsten abgelenkt. Sechstens, ein Buch oder mehrere Bücher gleichzeitig. So, das reicht für heute. Dann muss ich jetzt ja nur noch der Sarah schreiben, dass ich fertig bin. So, mal gucken. Und bis Sarah antwortet, lese ich einfach Diabolik weiter. Also prinzipiell lese ich immer nur ein Buch. Aber es kann halt schon sein, dass ich mal noch ein zweites Buch, was ein komplett anderes Genre ist, auch noch mit parallel lese. Oder auch wenn ich gemeinsame Lesen habe, dann lese ich auch immer zwei Bücher parallel. Aber mehr wie zwei Bücher parallel lese ich definitiv nicht, weil ich möchte mich auf die Bücher konzentrieren, die ich lese. Und wenn ich 20 Bücher anfange, dann komme ich durcheinander und dann haue ich die Geschichten durcheinander und damit komme ich nicht zurecht. Deswegen lese ich ein Buch nach dem anderen im Prinzip und manchmal halt auch zwei, aber mehr definitiv nicht. Siebtens, zu Hause lesen oder überall? Also prinzipiell muss ich sagen, dass ich am liebsten zu Hause lese, weil ich hier am besten meine Ruhe habe. Aber ich nehme mir auch Bücher gerne mal mit zum Zahnarzt, wenn ich da einen Termin habe und warten muss. Oder wenn ich jetzt weiß, ich fahre lange mit dem Zug irgendwo hin, was ja relativ selten ist, dann nehme ich mir auch ein Buch mit und lese das. Aber wenn ich jetzt nur mal fix von A nach B fahre oder nur schnell was erledigen will oder so, dann nehme ich keine Bücher mit. Aber im Prinzip könnte ich überall lesen, aber es muss sich für mich auch lohnen, das Buch auszupacken und anzufangen zu lesen. Weil wenn ich nur 5 Minuten irgendwo sitze, schleppe ich kein Buch mit, weil das lohnt sich einfach nicht. Dann habe ich gerade die ersten 3 Sätze gelesen gefühlt und dann muss ich auch schon wieder aufhören und das passt nicht. Das geht einfach nicht, weil dann bin ich ja wieder mitten im Kapitel und das finde ich schrecklich. Und also im Prinzip lese ich schon überall, aber dann wirklich nur, wenn ich weiß, dass ich Zeit auch habe, dort woanders zu lesen. Achtens, laut lesen oder still im Kopf, also normales Lesen. Was? Oh mein Gott, das ist nicht ernst. Das passiert jetzt nicht wirklich, also, what? Oh mein Gott. What the... Baby, das passiert jetzt nicht gerade wirklich in dem Buch. Oh mein Gott. Fuck. Also ich lese prinzipiell leise und für mich. Also ich lese in meinem Kopf, also normal. Aber ich werde auch schon mal laut, wenn mich bestimmte Sachen ergreifen. Also wie zum Beispiel bei Das Reich der Sieben Höfe 2. Ich saß hier da zu Hause und ich habe wirklich gebrüllt. Ich saß hier und habe gesagt, nein, das kann nicht sein. Warum? Das ist nicht dein Ernst. Warum tust du das? Also da habe ich wirklich laut hier vor mich hin geschimpft und gebrüllt. Aber an und für sich lesen tue ich leise im Kopf. Aber ich habe halt immer mal so Ausbrüche, wo ich vor mich hinschimpfe oder hinrede und mein Freund fragt mich dann oft, redest du jetzt mit mir oder was ist das jetzt gerade, wo ich dann sage, sorry, ich habe mit mir selbst gesprochen. Aber im Prinzip lese ich still in meinem Kopf. Neuntens, überspringst du Passagen aus einem Buch oder sogar Seiten? Oh Mann. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich Bücher, die ich nicht so gut finde oder halt auch recht langweilig finde, die ich aber zu Ende lesen muss, weil ich zum Beispiel gemeinsame Lesen habe oder weil es Rezensionsexemplare sind oder, was auch immer es für Gründe gibt, diese Bücher lese ich schon mal quer. Und querlesen heißt bei mir, ich lese nur noch die wörtliche Rede. Und damit überspringe ich schon ganze Passagen, jetzt keine Seiten, aber damit überspringt man schon relativ viel und kommt relativ schnell durch das Buch. Als Tipp, jeder, der mal querlesen möchte, so funktioniert es bei mir zumindest am besten. Aber ich versuche das wirklich relativ selten zu machen, denn ich finde,
jede Geschichte hat es verdient, gelesen zu werden. Und wenn ich das Buch halt gar nicht mag, dann bin ich ja jetzt eigentlich auch schon an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich breche es ab. Und was tust du hier, Milo? Was tust du? Na, leg dich, dann leg dich doch hin. Was machst du denn, mein Schatz? Hinlegen? Ach ja, das war ja irgendwie wieder klar. Wo willst du denn jetzt hin? Jetzt latschst du einmal über mich drüber. Na, dann geh runter. Das war der Gastauftritt Milo. Aber ja, also ich lese schon mal quer, was aber eher selten der Fall ist. Aber ich tue es auch, ich bin ehrlich. Zehntens, den Buchrücken brechen oder ihn so belassen, dass er im besten Fall wie neu aussieht. Ah, das ist, kommt jetzt hier die kritische Stelle. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, breche ich den Rücken. Mein Gott, mich nervt das ja immer, ne? Ja, also als ich angefangen habe damals mit dem Lesen, habe ich ehrlich gesagt nicht auf die Buchrücken geachtet und dann habe ich halt auch mal so gemacht und Hauptsache ich hatte es bequem und das Buch lag schön offen vor mir und dann habe ich halt auch gerne mal einen Buchrücken gebrochen. Aber inzwischen muss ich sagen, tut es mir in der Seele weh, wenn die Buchrücken brechen. Und dann könnte ich brechen, weil ich versuche wirklich die Buchrücken gerade zu lassen. Also jeder, der sich von mir Bücher ausleiht, der kann es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber immer wenn sich jemand bei mir ein Buch ausleiht, sage ich immer, denk dran, der Buchrücken, der darf nicht gebrochen werden und passt da bitte auf. Und ich habe eine Arbeitskollegin, die liebe Katrin, die hat sich von mir schon ein paar Mal Bücher ausgeborgt und habe ich sie auch schon angeschissen und habe gesagt, dieser Knick, der war vorher nicht da, was hast du gemacht? Seitdem achtet sie immer wirklich peinlich genau und klappt die Bücher nur noch so halbwegs auf, dass sie gerade so lesen kann. Ich bin da ganz, ganz schlimm geworden und ganz, ganz penibel. Obwohl ich sagen muss, wenn ich jetzt gebrauchte Bücher kaufe, zum Beispiel bei Medimops oder so, und ich finde vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist das okay und da ist halt ein Knick hinten im Buchrücken drin, dann ist das halt so, dann finde ich das jetzt nicht schlimm. Aber Bücher, die ich neu bekomme und die neu bei mir einziehen oder die ich mir neu kaufe oder was auch immer, da passe ich schon auf, dass der Buchrücken nicht gebrochen wird. Da bin ich schon echt penibel geworden, denn ja, es soll ja auch ordentlich aussehen im Bücherregal und nicht alles krumm gebogen. Ja, aber ich glaube, das ist bei jedem Menschen mit der Zeit so, der gerne Bücher liest, dass er irgendwann wirklich penibel wird, was die Bücher betrifft. Weil es ist ja halt auch alles Geld, was das kostet und man soll ja mit seinen Sachen auch sorgsam umgehen und so. Und ich versuche mich hier gerade rauszureden, wie ihr das merkt. Ja, aber ich bin ein Mensch, ich achte schon drauf, dass die Buchrücken gerade bleiben. Elftens, schreibst du in deine Bücher? Nee. Ich verstehe diese Frage nicht. Wer schreibt denn bitte in seine Bücher? Also, ich muss ehrlicherweise sagen, in Schulbücher habe ich mir auch mal Notizen gemacht. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, in ein Buchbuch zu schreiben. Also, nein, um Gottes Willen, ich schreibe nicht in meine Bücher. Niemals nicht. Dann, Gott, Gottes Willen, nein. Nie. Zwölftens, wen taggst du? Da ich davon ausgehe, dass alle Leute, die ich taggen würde, den Tag schon gemacht haben, tagge ich jetzt trotzdem mal ein paar Leute. Vielleicht haben die ja Bock, den Tag nochmal zu machen. Und zwar würde ich taggen die liebe Sina von Wörtern gefesselt, Annika von Fräulein Annemie, Jackie von Mrs. Book Passion. Dann würde ich mal noch die liebe Sonja taggen von Sonnige Bücher. Wen taggen wir denn noch? Vielleicht hat die liebe Viljana noch Lust, den Tag nochmal zu machen. Oder die liebe Paddy von Paddy Loves Books hat vielleicht auch nochmal Lust, den Tag zu machen. Ansonsten würde ich Isabella noch taggen von Glacy Naylor. Und die liebe Kati von KitKat Kati 22 vielleicht noch, wenn sie Bock hat. Und jetzt muss ich mal hier meine Liste nochmal durchgucken. Vielleicht hat die liebe Nina von Ninas Lesezeit ja auch nochmal Lust und Bock, den Tag zu machen. Ich weiß nicht bei ihr, ob sie den Tag schon gemacht hat. Liebe Nina, falls du den Tag gemacht hast und du hast Bock, ihn nochmal zu machen, dann tu es! Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich auch nicht zu sagen. Ich denke, das reicht mit Taggen von Leuten. Ansonsten kann natürlich jeder den Tag machen, der Bock darauf hat. Ihr seid dann hiermit alle herzlichst getaggt. Und ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.